Guten Tag, liebe Studentinnen und Studentinnen. Es handelt sich heute um einen Vertrag. Das ist für Güterzertifikat B2 neu, Modul sprechen, Teil 1. Wie kann man einen Vortrag halten? Gebe ich euch ein gutes Beispiel mit den sozialen Netzwerken. Also, ich möchte mich heute mit dem Thema soziale Netzwerken befassen. Das Thema wird heute viel diskutiert. Natürlich müssen wir zuerst mehrere Möglichkeiten nennen und die Vorteile und Nachteile der Situation in meinem Heimatland und auch alle Möglichkeiten genauer beschreiben. In diesem Zusammenhang möchte ich auf meine persönliche Erfahrung zu sozialen Netzwerken eingehen. Ich persönlich nutze das Internet, beteilige ich mich an viele Dinge, die mit meinen Interessengebieten zu tun haben. Zunächst möchte ich jederzeit zurückziehen und Zeit für mich selbst haben, was meinen Freundeskreis betrifft. So ist mir der Kontakt zu meinen Freundinnen durch Treffen oder Aktivitäten, also lieber als der virtuelle Kontakt über den Bildschirm. Auch in meinem Heimatland die Nutzung von sozialen Netzwerken durch Facebook, Instagram, Twitter und Google und WhatsApp sind sehr verbreitet. Also man nutzt die sozialen Netzwerke, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben, um Spaß zu haben. Also wenn man sich selbst im Netz präsentiert. Und natürlich können wir nicht vergessen, Gedanken und Erfahrungen können durch soziale Netzwerke ausgetauscht werden. Und die genannten Möglichkeiten haben natürlich Vorteile und Nachteile. Es gibt viele Vorteile, die ermöglichen die unmittelbare und die schnelle Kommunikation mit Leuten, die einem so wichtig sind und die man also aus dem Auge verlieren würde. Soziale Netzwerke sind auch sehr wichtig für uns, um eine Arbeit zu finden. Soziale Kontakte, Bewerbung, Werbung und auch Anzeige. Andererseits, sie helfen uns allerdings kaum, uns aus einer sozialen Isolation oder Einsamkeit zu befreien. Denn selten führen Kontakte durch Internet zur echten Freundschaft. Dabei muss man auch Risiken bewusst sein, die soziale Netzwerke mit sich bringen. Zunächst einmal sei auch die technischen Gefahren durch Spam, Viren und Malware hingewiesen, von denen die Nutzer betroffen waren. Abschließend möchte ich sagen, dass soziale Netzwerke sehr nützlich und sinnvoll sind, wenn man mit ihnen verantwortlich umgeht. Damit komme ich zum Schluss. Ich hoffe, ich konnte für Sie das Thema interessieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Haben Sie Fragen? Und natürlich am Ende soll der Prüfer oder die Prüferin und der Sprechpartner eine Rückmeldung geben, natürlich eine Frage stellen. Sie müssen natürlich auch diese Frage beantworten. Ich hoffe, es hilft euch weiter, liebe Studentinnen und Studentinnen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch.